Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ich schlaf mal eine Runde. So. Ah, heiß. 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 Verliere ich überhaupt Energie? Geh mal ins Wasser. Ah, nee. Passt schon. Hey! Hi! Du hast mir was mitgebracht? Danke! Hi! Nee. Das ist ein normaler Bademode, die ist mir zu knapp. Du behältst erstmal ein Kleidchen. Okay, wir sollten was essen. Sehr schön. Sollten noch was essen. Sollten auch mal was trinken. Und wir sollten mal hier Rüstung herstellen. Ach, hier unten. Damit dieses Rezept abgeschlossen ist. Sehr schön. Tragen wir aber nicht. Wir tragen ein bisschen Mutant. Gut. So. Gucken wir doch mal in diese Bunkerlager ein. Wenn hier irgendwie ein Hinweis auf Endgame ist, da gibt's aber Ärger. Ich will ja nur mal reinschnuckern. Reinillern. So. Virginias Karte hat gezählt. Ach, nicht das Feuerzeug. Die Taschenlampe. Nicht den Stein. Die Axt darf sein. Okay. Und da ist sie wieder voll. Ich hier rein. Ey, lass das hier nicht Endgame sein. So. Eine Tür. Hier geht's nicht weiter. Okay. Refreshen. Danke. Ruhe nochmal. Okay. Hier kann ich mich nicht bedienen. Jetzt haben wir dieser Schnotter überall. Koffer öffnen. Oh, vielen Dank. Was ist das? Udo VR. Sons of Forest in VR wäre bestimmt auch was Geniales. Hallo, kleiner Hase. Warum wirst du hier angescheint? Ganz alleine? Ich will nichts sagen, aber das... Sowas hier. Riecht volle Kanne nach Falle. Da ist einfach so ein einzelnes Stofftier, was von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Das riecht so nach Falle. Ich kann mich aufsammeln. Aber bisher alles ruhig. Blut. Bisher alles ruhig. Blut. Ja. Nochmal hier. Ich höre keine Geräusche, die ekelerregend sind. Kann ich überall nicht rein. Da kann ich rein. Kann ich nicht rein? Was war denn hier? Oh. Oh, könnte das Zimmer von Virginia sein? Weil hier Ballerinas zum Trainieren von der Spiegelfläche. Da ist bestimmt überhaupt nicht irgendwie Beobachtungsraum dahinter oder so. Nein. Das könnte ihr Zimmer sein. Okay. Oh, mehr ist sie auch nicht. Okay, jetzt Musik an. Und hier ist Blut. So.
Wo die Musik her? Magazin, aha. Aber die Musik wieder aus? Bücher. Gut. Der Cube. Immer wieder der Cube, mit dem gesprochen wurde. Das alte Artefakt. Kann ich nicht nehmen. Mal umdrehen. Nicht, dass irgendein Vieh hinter mir ist. Hier ist nichts. Hier ist überall Blut, aber hier ist niemand. Okay. Sehr beunruhigend. Okay. Ah. Harry Clipboard. Ah, der Vater. Den haben wir gespielt. Heute mal Team Survival Expert Harry Clipboard. Ist das nicht sogar das Buch, das am Ende von The Forest in dieser TV-Show vorgestellt wurde? Sieht ein bisschen anders aus, aber hieß das nicht so? Kommt hier die Musik her? Da hängt ein Toter. Da hängt einfach mal ein Toter. Oh, kann ich mal wieder ausmachen, danke. Was ist das? Revolutionary New Mid. Das aus den Höhlen, das Zeug. Ah, Groundbreaking, okay. Das ist das Zeug, das die Masse gesucht haben. Schnaps. Munition, Geld. Munition, eine Shotgun. Ich glaube, geht zum Endfight. Ich habe dieses Gefühl, geht zum Endfight. Warum sollte man mir nochmal eine Schrotflinte anbieten? Oh boy. Ich wusste, warum ich hier nicht reingehen wollte. Ich wusste es. Nur mal kurz reinschnuppeln. Nur mal kurz gucken, ob da nicht was ist. Ja, so viel dazu. Ich glaube, hier geht's zum Bossfight. Ah. Alles schon angucken. Halt, liegt da nicht? Nee, da liegt nichts. Bist du was? Toter Mann. Außer dieses wabbelnde Ding hier. Oh boy. Oh boy. Halt. Ist hier so ein Höhlengeräusch? Hier können wir schlafen in einem luxuriösen Bett. Sozusagen der letzte Safe Point. Ah, was zum Lesen? Crosses burn demons. Ich habe ein Kreuz. Ich ahne sehr Böses. Das sind diese Speckwürfel. Oh, noch mehr Munition. Einfach mal noch mehr Munition. Oh boy. Ich wollte noch nicht zum Endfight. Ich wollte hier noch nicht sein. Wirklich. Einzelner Wecker. Diese Geräusche, dieses Klickern. Ah. Ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Will ich da jetzt wirklich reingehen? Eigentlich nicht. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ah! Ich kann es nicht öffnen. Ah! Oh, Glück gehabt. Ich kann hier noch gar nicht rein. Ich kann hier noch gar nicht rein. Yeah. Das ist bestimmt der Endfight. Das kenne ich auch aus irgendeinem Trailer. Da hat er seinen Arm reingelegt. Ich glaube, da brauche ich irgendwas an meinem Arm. Okay. Okay. Noch nichts vorweggenommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann werden wir rausgehen. So tun, als wären wir nie hier gewesen. Jetzt kommt auch ein Vieh, oder?
Jetzt kommt hier irgendein Vieh und attackiert mich. Natürlich bei den blöden Hasen. Hier ging es nicht lang. Hier geht es zu ihrem Zimmer. Hier ging es lang. So. Da ist der Hase. Mal lauschen. Noch nichts gehört. Was Gra macht. Okay. Gehen einfach wieder raus. Wir haben nichts gesehen. Wir gehen einfach wieder raus. Tun so, als wäre nichts passiert. Und sind wir draußen. Sehr schön. Gut. Da oben ist eine Markierung. Und ich müsste, glaube ich, auch noch in den Bergen was machen. Na? Hier habe ich schon alles. Habe ich dort schon eine Markierung bei der Höhle gesetzt? Also in den Bergen habe ich noch vergessen, überall Markierungen zu setzen. Häuschen zu setzen. Nee, da habe ich eins, aber dort ganz oben am Ende des Flusses habe ich noch keins, wie es scheint. Könnte ich auch nochmal schnell machen. Aber es heißt schnell. Aha. Dauert schon noch eine Weile. Nimm mal hier die Axt raus. Statt die ganze Zeit zu laufen, ist auch so eine Sache für sich. Muss dich jedem beweisen, dass du das dickere Eisen hast. Ja. Ein Krabbler. Ja, ich verstecke sich auch zwei. Die tragen zum Glück Mutantenrüstung, dadurch sieht man sie sehr gut. Da ist so ein roter Bubba. Da war einfach mal so ein roter Bubba. Ja, ein kleiner Wilder. Klar, ich laufe direkt in die Arme vom dicken Roten. Wow. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ah, nee. Ja, gleich zurück. Den Fetten ganz schön schnell kalt gemacht. Uff. Ja. So sieht's wohl aus. Weg mit dir. Ihr Ekelhaften. Vor allem du hier und dein Schniepel. Du hast nicht mal ein Schniepel, Junge. Oh. Wow. Ihr wollt es jetzt aber wissen, ja? Mach ich mit der Axt fertig. So. Oh. Er trägt eine goldene Maske. Wie viele sind denn das hier noch? Story. Bist du um? Bist du tot? Bist nicht tot. Jetzt bist du tot, ha? So sieht's aus. Ich bin hier der Big Bubba. So einfach ist es mit Schusswaffen, hm? Komm mal mit einer Keule zur Schießerei, Junge. Bist aber aufgeschmissen. Jetzt ist mal gut hier, aber. Jetzt ist ja aber mal gut, ja? Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ach, da ist schon wieder eins hinter mir, was mich attackieren wollte. Die sind irgendwann ziemlich nervig, muss ich gestehen. Da oben die beiden Höhlen. Könnte ich noch markieren, bevor ich zu der dort gehe.
Habe ich die auch weg? Da gab es doch eh nichts. Bin ich bergab, vielleicht sogar meinen Schlitten nutzen, ha? Weil die andere, die hat ein Haussymbol gehabt. Ja, alle Hopsasa. Alle Hopsasa. Weitergelaufen. Da drüben ist da auch wieder ein. Was heißt, da ist da drüben? Was jetzt auf meinem GPS ganz oben ist, die Höhle, hat ein Haussymbol. Nur die beiden auf Berg halt nicht. Dass ich die noch schnell markiert habe. Ach, das ist schon der weiteste Modus. Okay. Es sind echt unheimlich lange Wege. Ach, da hinten geht's weiter. Sehe ich gerade. Nein, halt. Das da oben hat Haussymbol, wenn ich mich irre. So. Nur die beiden fehlten noch. Überall schön Häuser bauen. Oder auch Unterkünfte zumindest. Obwohl, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die dritte da eine hat. Habe ich gerade geirrt. Es sind drei Höhlen, die keine Markierung haben. Das kam mir so vor, bei dem anderen hat sich ein Haus davor gestellt und dort nicht. Die links oben ist. So. So. Ist mir kalt, nö. Ist im eisigen Gebiet, aber dir ist nicht kalt, Junge. Irgendwas machst du richtig. Ah, drei ohne Markierung. Boy. So. Müsste ich nicht langsam, aber sicher mal irgendwie in der Nähe sein, meine Güte. Wirklich endlos lange Fußmärsche. Alter Witz, am wenigsten sind hier keine Mutanten. Das ist das einzig Nice an der Sache. Sind keine Mutanten soweit. Zumindest schreien keine. Oben der grüne Punkt. Wahrscheinlich bei dem. Ich bin mir gar nicht so sicher. War einer noch mal so weit im Norden? Was im Norden ist hier überhaupt? So. Hier müsste sie sein. Ah, ist das nicht die, wo ich ein Lagerfeuer auf der anderen Seite gemacht habe? Genau. Ich habe ein Lagerfeuer hier gemacht, vor dem Ding. Richtig. Bitte, ich darf nicht in der Höhle irgendein Lager aufstellen, stimmt's? Sehr gut.
Das ist Stoff. Schnaps. Wir testen mal. Okay. Hier im Eingangsbereich. Nee. Ich in diesen Höhlen immer keine Lager bauen darf. Darf ich hier davor eins bauen? Ernsthaft? Darf hier kein Lager bauen? Warum nicht? Ernsthafte Frage, warum nicht? Hier wäre sowas von ideal. Okay, dann tun wir bei unserem Lagerfeuer eins. Ja, wieder wurscht. Dann kommt sie eben auf die andere Seite. Nichts rein. Jetzt habe ich hier zwei Speicherpunkte, ich weiß, aber auf der den GPS wird mir ja der andere nicht angezeigt. Räum dich mal. Sehr schön. Der vierte Punkt da oben, die drei kenne ich, aber der jetzt, wo mein Pfeil zeigt, den vierten kenne ich noch nicht und den da kenne ich noch nicht. Hier in die Richtung muss ich noch weitergehen. Ja, das da hat doch schon ein Haussymbol. Das da hat noch kein Haussymbol. Diese Höhle dort. Und dorthin geht's auch noch. Also gehe ich weiter an dir. Zwei grüne Punkte sozusagen noch. Nein. Lass das. Das ist ja lächerlich. Ich dachte, du haust mit diesem. Lass mal ein. Den Stock noch mal nutzen können, um das einzuschlagen. Die Kiste. Junge. Den Energy-Riegel essen? Darfst du. Ja. Energie beim Tag. Oh, Munition, sehr nice. Jetzt wird ihm kalt. So, Bergziegen-Skills. Oh, da könnte ich ja meinen Schlitten nutzen. Oh, bitte, lass mich meinen Schlitten nutzen. Wenn ich hier oben lang gehe. Gott, dann hole ich mir die grüne Markierung da auf dem Rückweg mal. Warte mal, die ist kalt, Junge. So. Oh boy, oh boy. Schlittenfahrt? Möglich? Ja, nein, vielleicht. Geht immer bergauf. Irgendwann muss ja auch bergab gehen, ne? Deswegen. Irgendwie habe ich das große Interesse, meinen Schlitten zu nutzen. Und ich habe vergessen, wann ich die Folge angefangen habe. Ungünstig. Komm schon, irgendwann muss die Spitze erreicht haben. Sieht gut aus. Oh ja. Schlitten raus. Wie nutze ich den? Ach so. Okay. Aber boah, wie ich
bin ja, ich bin da. Ich bin einfach mal da. Das war ja der Hammer. Ah, krass. Ja, nimm das Geld mit. So, lass mich raten, hier darf ich auch nicht eine Höhle bauen. Warum gucke ich überhaupt rein? Ich weiß, dass ich nicht eine Höhle bauen darf. In eisigen Höhlen gibt es keine Lagerplätze. Gut. Dann hier draußen. Uff. So, Stöckchen raus. Oh, die Schildenfahrt hat Spaß gemacht. Das müssen wir nochmal machen. Ich bin ja unheimlich schnell vorangekommen. Genial. So. Knacks in zwei. Knacks in zwei. Machen Feuer draus. Alles ist vorbei. Knacks in zwei, machen Feuer draus, alles ist vorbei, hast du nicht verstanden, okay? Hä? Willst nicht entzünden? Ich sehe so ein bisschen das Violette, aber okay, irgendwie ist er zu doof dazu. Ja, dann machen wir das Feuerchen hier. Er ist auch, manchmal stellt er sich doof an. Ich glaube, da gibt es noch ein paar kleine Fehler in dem Spiel. Aber egal. Sehr schön. Das da kannst du abreißen. So, weg damit. Jetzt habe ich nur die andere Problematik. Also, die drei Punkte kennen wir. Zu dem da müssen wir noch hin und zu dem grünen Punkt. Ich versuche mal noch ein bisschen in die Nähe von dem da zu kommen. Dass wir in der nächsten Folge das schneller schaffen. Danke, danke. Ich muss ja immer mal die Überreste hier noch mitnehmen, ne? Was war das denn? Explosiver Müll? Sowas gibt's? Hab ich einen fahren lassen und ein Feuerzeug dran gehalten? Was war das? Da ist mir gerade das Ding um die Ohren geflogen. Meine Güte. Fliegt mir hier der Müll um die Ohren. Explosiver Müll. Oh, hier können wir bestimmt auch meinen Schlitten. Liegt das in der Richtung? Nein, leider nicht. Oh, ich wollte gerade mit dem Schlitten. Es liegt aber da vorne in der Richtung. Vielleicht, wenn ich den Berg dort nicht nochmal da hochkomme, könnte ich da hinten vielleicht runterrodeln. Warte mal. Warte mal. So. Ja, ein bisschen Schlitten fahren muss sein. So. Ungefähr. Würdet ihr sagen ungefähr? Ich würde sagen ungefähr. So. Ui, 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 ui. Hey. Yo. Okay. Coole Sache.
Hab ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wir schaffen es vielleicht wie so eine kleine Schanze, aber wir hat gesagt, nee, reiß dich mal zusammen, Junge, das ist ja ernst. Aber jetzt, oh shit, da sind Bäume, 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 Bäume. Okay. Noch eins näher ran. Ja, ich hab's verstanden. Hier ist Schlitten nicht mehr angesagt. Es ist zu grün. Wie hat gesagt, es ist so grün, lass gut sein, Junge. Wo kein Schnee, da kein Schlitten. So, Steine habe ich wieder alles voll. Sehr schön. Die Richtung. Machen wir dann unser Nachtlager. In der nächsten Folge erkunden wir dann grüne Punkte. Wir wissen ja jetzt schon, wo das Endgame auf uns wartet. Das wissen wir ja schon. So. Dahin. Hopsasa. Mache ich mal langsam in der Nähe. Wäre ein Hügel wahrscheinlich, ja. Hier unten irgendwie. Also Bilder auf jeden Fall. Ist so doch da oben. Oh, mir fehlt noch ein Schädel für meine Lampe. Hopp. Bitteschön. Geh mal rein. Wollen ja nicht nass werden. So. Hier ist mein Planer. Hier ist mein Lagerfeuer. So, schauen wir einmal. Ist noch alles schön guckt. Hier habe ich diese dubiosen Würfelchen. Kann ich eigentlich andere. Könnt ihr doch ein paar noch zusammenmischen für. Genau. Hier? Schon voll. Was kann ich zusammenmischen? Auch schon voll. Was fehlt mir? Irgendwas. Oh, Michis. Da fehlt. Die Pflanze habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Essen? Kann ich alle nur essen? Okay. Was haben wir hier noch? Knochenrüstung, Tech, handgeschwärtiger Speer. Muss immer mal gucken, was ich noch alles herstellen kann, wo ich Platz sparen könnte, sozusagen. Nee, hier geht nicht mehr. Kann ich nur ausrüsten, die kann ich nicht weiter. Okay. Weil hier rein theoretisch, da kann noch überall was hin.
Hier könnte bestimmt auch noch irgendwas hin. Hier rescued. Das neue Buch, aber da fehlt auch noch eins dazwischen, wie es scheint. Und hier fehlt auch noch irgendwas. Die würden niemals so riesige freie Flächen lassen. Hier waren glaube ich nur die Aufsätze, ne? So Schusswaffen und so, denke ich, habe ich alles. Hier liegen normalerweise Batterien, hier liegt Fleisch. Hier liegen die Austern. Man muss ja immer mal so gucken. Wo sind noch freie Flächen, was kann da noch hin? Und das hier ist halt verdächtig, das hier hinten, das hier. Hier könnte rein theoretisch auch was hin. Bestimmt noch so ein Compound-Bogen oder sowas. Würde ich mal tippen. Aber werden wir in der nächsten Folge sehen. Na, an dieser Stelle danke ich mal fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.